Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch ein besonderes Accessory für das Model Y. Also alle Tesla Model Y Besitzer, aufgepasst. Es ist ziemlich cool und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf, dass ich das endlich bekommen kann. Es war leider lange nicht lieferbar. Jetzt ist es aber da und wir bauen es heute zusammen ein. Und um was es dabei genau geht, das erfahrt ihr hier natürlich im Video. Wird ziemlich spannend und echt cool, das kann ich euch versprechen. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Vor ein paar Tagen habe ich Post bekommen vom Shop TL Yard und was drin war im Paket, das sind diese beiden Teile hier. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Computermonitor oder eine Blumenvase. Nee, weit gefehlt. Es handelt sich hier um was ganz Cooles, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nämlich ein Einbaukühlschrank. Ein Einbaukühlschrank für das Model Y. Ja, jetzt werdet ihr sagen, nicht noch ein Kühlschrank. Ja, das Coole dabei ist, das ist kein Kühlschrank, der jetzt irgendwie in den Innenraum kommt und da irgendwie Platz wegnimmt und rumkaschengelt. Nein, es ist ein Kühlschrank, der nahtlos hier in den Kofferraum eingebaut wird. Und zwar hier hinten in dieses Riesenfach. Was ja, wie groß ist das? 15 Liter oder 20 Liter? Und das schließt nahtlos hier mit der Seitenwand ab. Und hier ist nämlich auch der Zigarettenanzünderstecker, 12 Volt Anschluss. Da bekommt der Kühlschrank seine Energie her. Und der Kühlschrank hier besteht aus zwei Teilen, ist total einfach zu montieren. Also man muss hier nichts abbauen, abschrauben oder sonstiges. Man kann es auch wieder komplett zurückbauen, wenn man es nicht mehr haben möchte. Ja, und das probiere ich heute aus. Kühlen soll er bis minus 5 Grad, also zwischen minus 5 und plus 20. All diese Temperaturen sind hier aufs Grad genau einstellbar. Ja, das probieren wir heute aus und ich erzähle euch auch, wozu wir den eigentlich brauchen. So, wozu können wir das Ding nun gebrauchen? Das Ding ist ja im Kofferraum und nicht irgendwie im Innenbereich, wo man während der Fahrt ran könnte. Das heißt, um den Kühlschrank auf und zu machen, muss man irgendwo stehen und parken. Wie ihr vielleicht wisst, gehört dieser Wagen ja eigentlich meiner Frau. Das heißt, meine Frau Nasilla fährt mit dem Wagen rum. Das heißt, sie fährt auch ganz oft mehrmals die Woche zum Einkaufen, zum Wochenmarkt und so weiter. Und wir essen gerne frische Lebensmittel. Und wenn sie dann einkauft, dann ist sie auch gerne länger unterwegs oder ist noch mal in der Stadt, muss noch was anderes besorgen. Und dann liegen diese frischen Lebensmittel oft auch vielleicht aus der Kühltheke, sei es Fleisch oder auch mal was Tiefgefrorenes möglicherweise, liegen im Auto rum und werden natürlich warm. Gerade im Sommer geht das ja auch sehr schnell. Und das ist immer doof, dann muss man irgendwelche Coolpacks dabei haben, irgendwelche Kühltäschchen. Und das Ganze ist so ein bisschen so ein Gehässel. Ja, das entfällt damit natürlich, weil sie kann jetzt hier beim Einkaufen sofort die Sachen hier in den Kühlschrank tun. Und da der Kühlschrank bis minus 5 Grad kühlt, können dort sogar gefrorene Sachen über längere Zeit, also auch 2-3 Stunden zum Beispiel, einfach im Auto liegen bleiben und man muss sich darum keine Gedanken machen. Natürlich kann man hier auch Getränke reintun während der Fahrt und dann, wenn man irgendwo lädt beim Supercharger, die hier gekühlt rausholen oder frisches Obst lagern. Es gibt ja sogar mehrere Fächer, das seht ihr alles gleich. Also das ist unser Anwendungsfall und ich glaube, das ist ein ziemlich praktikabler Anwendungsfall. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das ähnlich machen oder machen würden, wenn sie so einen Kühlschrank hätten. Natürlich gibt es auch andere Kühlschranklösungen, die sind dann so boxig irgendwie im Innenraum, werden dann irgendwie befestigt, nehmen dann aber Platz weg, auch im Fußraum eventuell. Und es ist alles nicht so komfortabel. Und von daher waren wir jetzt ziemlich happy, dass es so eine Einbaulösung hier fürs Model Y gibt. Ich bin echt extrem gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber mal an, was alles im Paket war und packen das Ganze mal aus. Der ganze Kühlschrank besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal hier so ein Unterteil. Das ist eigentlich nur so ein Behälter. Dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung und ein bisschen Werkzeug bzw. Schrauben, zwei Stück. Und ein Tuch, ein Mikrofasertuch. Wenn man die Tüte aufkriegt, so. Ich denke mal, das ist zum Putzen gedacht, da kann man das auswischen. Na, sehr schön weich. So, und das ist im Prinzip hier das erste Unterteil zum Einbauen. Und das zweite Teil, was wir hier haben, ist das Oberteil. Das sieht so aus. Ja, also vom Design her so ein bisschen retro, finde ich. Und das Gute bei diesem Kühlschrank ist, dass er ein richtiger Kompressor-Kühlschrank ist. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie so ein Peltier-Kühlelement, sondern es ist ein Kompressor-Kühlschrank mit richtiger Kühlflüssigkeit. Die ist übrigens laut Bedienungsanleitung umweltfreundlich, sollte aber natürlich trotzdem nicht
in die Umgebung entweichen. Ist ja auch ein geschlossener Kreislauf. Im Normalfall tut sie das ja auch nicht. Ja, wir haben also zwei Teile, die gehören dann zusammen. Und hier in dieser Pappschachtel, da sind dann noch neben der Bedienungsanleitung, das ist also so ein Heftchen auf Englisch und Chinesisch, aber das Englisch ist sehr gut geschrieben, gibt es hier noch das da. Das ist also wirklich sehr übersichtlich hier, das Ganze. So. Einmal so eine Abdeckschiene. Wozu wir die brauchen, das erfahren wir gleich. Und zwei Schrauben. Machen wir das Ganze mal auf. So, das sind im Prinzip zwei Schrauben mit so Flügeln dran, damit man die von Hand gut auf- und zuschrauben kann. Damit kann man das Ganze dann zusammenschrauben und auch wieder auseinandernehmen, sodass man das wieder zurückbauen kann. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze erstmal trocken zusammen, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Das heißt, das ist das Unterteil. Das kommt hier nachher rein. Und das ist das Oberteil. Und hier ist so eine Metallschiene. Da wird das Oberteil reingeschoben. Zack, passt. Das hier ist die Stromversorgung, 12 Volt. Und dann haben wir hier noch so ein Gitter, womit man die beiden Abteilungen trennen kann, wenn man möchte. Dann haben wir hier zwei Fächer. Unten ein Fach mit so ungefähr 10 Litern. Das ist etwas wärmer, weil die Kühlung befindet sich hier oben. Der Kühlkreislauf in diesem oberen Gerät. Und hier oben ist dann sozusagen die minus 5 Grad Zone. So, das kann man aber auch weglassen. Ja, und so muss das Ganze dann hier rein. Das geht aber nicht als Ganzes. Das muss man erst in zwei Teile machen. Also erstmal das untere Teil und dann das obere Teil draufschieben. Und das probieren wir jetzt mal aus, ob das passt. Ach so, ja, dann wird das natürlich am Ende verschraubt. Hat man hier diese beiden Schrauben. Und die beiden Schrauben waren die mit den Flügeln, die wurden mitgeliefert. So, und um das hier reinzusetzen, müssen wir den Boden einmal rausnehmen, weil das Ganze versperrt hier so ein bisschen den Eingang. Dann nehmen wir das jetzt mal raus. Ja, jetzt kommt das hier rein, hier unten. Ja, das passt schon mal auffallend gut. Ja, und jetzt müssen wir das Oberteil da raufschieben und mit der Stromversorgung verbinden. So, stecken wir mal den 12-Volt-Stecker rein. Es macht Piep, also das Ding funktioniert schon mal. Jetzt schieben wir das Ganze hier mal rein und hoffen, dass das auch passt. Ein bisschen schieben und drücken muss man, weil das ist ziemlich eng. Es soll ja auch nicht hin und her wackeln. Das passt jetzt. Und dann haben wir hier diese beiden Schräubchen. Wobei, das sind gar keine Schrauben. Das sind irgendwie so Stifte mit so einem Querstift. Ich glaube, den schiebt man rein, dann dreht man das einmal und verriegelt es von alleine. Also man steckt das hier einfach rein. Dann dreht man das. Wenn man das jetzt hier runterdrückt, zack, verriegelt es. Und als Abschluss kommt hier noch diese Lasche drauf. So, die hat ja auch so einen Nippel zum Anfassen, kann man das wieder hochheben. Aber das war's im Prinzip schon. Damit ist der Kühlschrank eingebaut. Also einfacher geht's nicht. Ja, ihr habt gesehen, der Einbau war wirklich ziemlich easy, also erschreckend einfach. Und man kann das Ganze auch einfach so wieder rausnehmen. Da muss man überhaupt nichts machen. Es ist auch nichts irgendwie umgebaut worden oder verschraubt. Alles nur ein Stück und ja, er leuchtet, das heißt, die Power-Taste leuchtet rot. Das Ganze ist ein Sensorfeld mit Touchscreen sozusagen. Und wenn man das jetzt einschalten will, muss man 3 Sekunden auf die Power-Taste drücken. Zack, jetzt ist es an. Und jetzt zeigt es einem die aktuelle Temperatur im Innenbereich des Kühlschranks an. Die ist natürlich jetzt 22 Grad, das entspricht der Außentemperatur. So, und jetzt gibt es hier unsichtbare Pfeiltasten, da kann man einmal drauf drücken. Rauf und runter. Und hier kann man dann die gewünschte Kühlschranktemperatur einstellen. Minus 5 oder 0 oder ich tue es mal auf plus 4 Grad, also normale Kühlschranktemperatur. Und nach ein paar Sekunden verschwindet die Anzeige und es wird wieder die aktuelle Temperatur angezeigt. Der Kompressor, der springt nach Inbetriebnahme nicht sofort an. Das Ganze ist auch eine Sicherheitsmaßnahme. Überhaupt muss man, bevor man das Ding einbaut, diesen ganzen Kühlschrankblock mindestens 2 Stunden aufrecht stehen lassen, damit die Kühlflüssigkeit sich wieder im Kompressorbehälter sammelt und nicht irgendwo rumdiffundiert, weil wenn der Kompressor dann anspringt und möglicherweise ohne Flüssigkeit läuft, weil die auf der anderen Seite der Leitung gerade rumschwappt, wisst ihr es wie beim Kühlschrank, dann kann der Kompressor kaputt gehen. Oder zumindest ist die Lebensdauer dann deutlich gekürzt.
Deswegen dauert das ein bisschen. Das heißt, wenn man das einbaut, 2 Stunden stehen lassen. Das habe ich aber schon gemacht. Und wenn man das eingeschaltet hat, dann dauert es 2 Minuten, bevor der Kompressor das erste Mal anspringt. Und da bin ich gespannt, ob er das tut. Er soll sehr leise sein. Das heißt, dieses Ding, dieser Kühlschrank ist auch dafür gut geeignet, wenn ihr jetzt hier E-Auto Camping macht. Das heißt, ihr schlaft hier im Model Y, habt hier eine Matratze, dann kann das Ding im Prinzip die ganze Nacht laufen, ohne dass es euch wirklich stört, weil vom Betriebsgeräusch ist es sehr, sehr leise. Aber ich habe es auch noch nicht gehört. Da müssen wir warten, bis er das erste Mal anspringt. So, das Teil läuft. Es ist ein kleiner Lüfter zu hören und ein ganz, ganz leises Brummen vom Kompressor. Also das Lüftergeräusch ist im Prinzip ja so wie bei euch vielleicht im Model Y die Lüftung auf Stufe 2, würde ich mal sagen. Also durchaus leise und man kann sicherlich dabei schlafen, zumal es ja auch nicht die ganze Zeit lüftet, sondern nur während des Kühlvorgangs. So, die Temperatur fängt hier an zu fallen und ihr fragt euch jetzt sicher, ja okay, aber wenn das die ganze Zeit läuft, wie viel Energie geht denn da verloren? Also und überhaupt, was ist, wenn der Wagen aus ist? Dann geht das Ganze doch aus, weil die 12 Volt Steckdose dann einfach keinen Saft mehr hat. Ja, das ist richtig. Also es gibt 2 Methoden, um den Kühlschrank dauerhaft am Laufen zu halten. Also vorweg gesagt, der schluckt 45 Watt an Leistung, wenn er kühlt. Das macht er ja auch nicht ständig. Springt vielleicht alle halbe Stunde mal an. Im Prinzip könnt ihr sagen, wenn ihr zum Beispiel den Sentry Mode anhabt, dann bleibt ja diese 12 Volt Steckdose unter Spannung. Das heißt, immer mit dem Sentry Mode an, dann kann der Kühlschrank so lange laufen, wie der Sentry Mode an ist. Sentry Mode selber schluckt ja auch schon so 300 Watt. Das heißt, da kommen nochmal 45 Watt dazu, allerdings nicht Dauerleistung. Summa summarum kann man sagen, dass so am Tag ungefähr eine halbe Kilowattstunde maximal von diesem Kühlschrank verbraucht wird. Das heißt, ihr habt ja hier einen 77 Kilowattstunden Akku drin. Der könnte dann im Prinzip 150 Tage Dauer laufen, bevor der Akku leer ist. Das macht man aber natürlich nicht. Man schaltet ihn sicherlich auch mal ab. Im Camping-Mode zum Beispiel ist es das Gleiche. Das heißt, wenn ihr nachts im Auto schlaft, dann habt ihr den Camping-Mode wahrscheinlich an, damit ihr auch eine Kühlung oder auch eine Heizung im Auto habt. Und dann bleibt der Strom dieser 12-Volt-Steckdose hier auch dauerhaft an und der Kühlschrank läuft. Das heißt, wenn ihr eben stundenlang das Auto verlasst, dann habt ihr meistens ja sowieso den Sentry-Mode an und dann läuft auch dieser Kühlschrank. Also alles in allem, ich finde es eine richtig coole Sache, also wortwörtlich. Wir haben es jetzt schon 2 Grad kühler, also 20 Grad im Innenraum. Man merkt es auch, wenn man hier aufmacht, dass hier kühle, ja, die Wände sind total kühl. Das muss ja erstmal sich durchkühlen, das ganze Gehäuse, und dann geht das mit Sicherheit schneller. Für besondere Anwendungsfälle kann man das Ganze natürlich auch programmieren. Das heißt, man kann hier die Temperaturanzeige von Celsius auf Fahrenheit umstellen. Ist für unsere Breiten natürlich nicht wirklich sinnvoll. Was man aber auch machen kann, ist, man kann die maximale oder die minimale Temperatur vorbelegen, also minus 5, oder die maximale Temperatur plus 20. Da kann man sozusagen diesen Temperaturbereich einschränken, den man regeln kann. Man kann die Zeit einstellen, wann er frühestens anfängt zu kühlen. Also nach dem Einschalten ist ja zurzeit Default auf 2 Minuten eingestellt. Das kann man auch verlängern, man kann es aber auch verkürzen. All solche Pro-Features sind hier drin, kann man mit diesem Touch-Display dann machen. Ja, also wer möchte, kann damit natürlich ein bisschen rumspielen. Also der normale Anwendungsfall ist Temperatur einstellen, eingeschaltet lassen und dann die Dinge zum Kühlen hier reintun. Also ganz einfach. Ja, das Ganze hat jetzt ungefähr 6 bis 7 Minuten gedauert. Jetzt ist der Lüfter ausgegangen und der Kompressor und wir sind bei 4 Grad. Das ist genau die Temperatur, die ich eingestellt habe, die Zieltemperatur. Und solange er quasi durch die Isolierung die Temperatur hält, ist hier Totenstille und er verbraucht auch so gut wie keine Energie. Also eigentlich dürfte er gar keine Energie verbrauchen, außer die hier fürs Display. Und dann irgendwann, vielleicht nach einer halben Stunde oder so, springt er wieder kurz an und kühlt wieder runter, damit die 4 Grad natürlich konstant erhalten bleibt. Ja, falls ihr jetzt auch der Meinung seid, dass das genau das Gadget ist, auf das ihr bei eurem Model Y schon immer gewartet habt und ihr das richtig cool findet, genauso wie ich, dann könnt ihr es natürlich kaufen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber das müsst ihr natürlich selber wissen. Ich habe es euch hier halt nur vorgestellt. Und ihr findet dort in der Videobeschreibung nicht nur den Link zum Shop, sondern auch noch einen Code, einen Rabattcode von mir. Da bekommt ihr einen fetten Rabatt bei der Bestellung. Muss sich für euch ja auch lohnen, dass ihr dieses Video geschaut habt.
Dann berichtet mir doch mal gerne, was ihr für Erfahrungen mit diesem Kühlschrank macht, falls ihr das euch zulegt. Würde mich mal interessieren, vor allem auch auf lange Sicht gesehen. Wir werden das Ding natürlich jetzt hier viele Jahre hoffentlich nutzen können. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.